Hochspannung bei großem Tennis der Stars von morgen. Beim TC Lichterfelde 77 veranstaltet der Tennisverband Berlin-Brandenburg die Verbandsmeisterschaften der Altersklassen U9 und U10. Auch bekannt als 32. Berliner jüngsten Turnier ist dieser prestigeträchtige Wettbewerb unter den Talenten natürlich sehr beliebt. Es war ein toller Verlauf und es hat Spaß gemacht. Ich konnte es genießen, ich fand eigentlich alles cool. Der Tennisnachwuchs des TVBB präsentiert sich in bestechender Form und die Qualität der Matches, geschweige denn einzelner Ballwechsel, überzeugt hier einfach jeden. Das Niveau ist wahnsinnig hoch, trotz dieser jungen Jahre, die die Kinder also mit 9 und 10 Jahren erst sind. Also spielen sie ein hervorragendes Tennis. Ich habe 1985 dieses Turnier ins Leben gerufen, habe es 20 Jahre als Turnierleiter begleitet. Insofern kann ich mir schon ein Urteil darüber erlauben, dass das Niveau in diesem Jahr besonders hoch war. Eine Mischung aus Riesentalent und hervorragendem Können gehört für den Gewinn der diesjährigen Verbandsmeisterschaften zum sportlichen Anforderungsprofil. Eins ist klar, wer hier gewinnt, hat klare Ziele. Jetzt in den Sommerferien sind ja die deutschen Meisterschaften, da spiele ich ja auch mit. Für mich wäre es dann toll, wenn ich da auch gute Ziele erreiche. Ich hoffe, dass ich bei den deutschen Meisterschaften in die Hauptrunde komme und diesmal ins Halbfinale komme. Der TVBB ist für die ehrgeizigen Ziele der Kids gemeinsam mit dem Stammverein ein wichtiger Unterstützer und vor allem Förderer des weiteren Tennislebens. Wir beginnen möglichst früh mit der Förderung, um den Kindern einfach die Möglichkeit zu geben, sich optimal auf den Tennissport vorbereiten zu können. Dazu gehört auch ein bisschen Zeit. Gemeinsam mit den Vereinen versuchen wir das zu bewerkstelligen. Die Stars von morgen bei den Verbandsmeisterschaften des TVBB einfach profireif.